Ja, da sind wir wieder zurück bei Saints Row the Third. Mit und, mir und ihm und uns und Nightblade. Genau. Und Nightblade. Mit zwei Katanas auf dem Rücken. Ich würde sagen, wir... oh, ich hole mir erstmal mein Bargeld. Schon wieder solche Unsummen, ist das schön. Ach, ist ja bei mir auch so, glaube ich. Und dann ja, Saints Book. Was gibt's denn da? Wir haben schon zwei Attentate gemacht, interessant. Genau, wir haben uns jetzt mal überlegt, wir machen eine kleine Saints Book-Folge, einfach weil wir da noch gar nichts gemacht haben, oder so gut wie gar nichts. Dann würde ich mal sagen, wir machen ein paar Fahrzeugdiebstähle, oder? Haben wir noch nie gemacht. Fahrzeugdiebstähle? Ah, oh, das ist, glaube ich, was man eher so random machen sollte. Wenn man mal eins findet, dann ist gut, aber so ein Fahrzeug suchen gehen, das dauert ewig. Ja, gut, stimmt. Herausforderung kann man nicht einfach so machen. Ne, die Attentate sind das Beste. Polizeikontrolle mal wieder für Kinsey. Das klingt doch schön. Michael ist ein ehemaliger Staatsanwalt. Ist der Michael oder Michael? Ja, Michael. Michael klingt cooler. Michael, genau. Und er arbeitet jetzt für die Dekas. Für die Dekas? Sind das die von der Deka? Ja. Die wollen alle Leute versichern, ne? Das ist ganz schlimm. So, Ja gut, dann machen wir das doch mal. Ja, mach mal. Also sollen Salah erst einen Polizeiwagen klauen? Ah, hinter den zwei Hotdogs, da ist direkt einer. Hinter den zwei Hotdogs. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt, jetzt habe ich die Hotdogs weggekickt. Und wo müssen wir hin? Nightblade, steig ein! Hä? Lol, der Nightblade hat mich gerade rausgeschmissen aus dem Auto. Nightblade, steig ein! Kann er nicht, ist ein Polizeiauto. Ach, scheiße. Oh, kann er wohl. Lol. Es ist Nightblade. Ist was müssen wir jetzt machen? Ich hab keine Mission. Du musst sie noch annehmen, einzeln. Saintsburg. Achso. Oh hey, jetzt haben wir Auto Nummer 69. Mein zweiter Release heißt es auch. Welche 69. Nummer ist denn das? Polizeikontrolle mal wieder, Michael. Michael, okay. So, okay. Ah ja, okay. Fahr wie der Wind! Ja. Ja, unsere Moderation ist wie immer einmalig. So. Kann ich schießen? Oh, wie schön. Klar. Hör auf, Leute abzuballern, Alter. Aber der gehört jetzt zu Stack. Aber, wenn wir jetzt da ankommen mit einer riesigen Bekanntheit. Dann haben wir echte Probleme beim Attentat. Ach was. Guck jetzt schon wieder weg. In uns hängt eine Laterne. Oh, bei mir nicht. Eine Ampel. So. Mach mal die Sirene an. Jo. Das war richtig gut, wie alle einem ausweichen. Wo fährst du lang? Bei mir steht eine ganz andere Strecke. Aber ich fahre in die richtige Richtung, oder? Ja, ich glaube. Gut. So, folge die Anweisung des Kontaktes. Und, da ist er doch schon. Oh, das war ja einfach. Wo ist er denn jetzt? Woanders. 185 Meter in die Richtung. Und er fährt weg. Nee, tut er nicht. Nee, der ist... Doch, natürlich tut er das. Also, wir brauchen ein Auto. Ja, und zwar sollten wir das Polizeiauto, glaube ich, nehmen. Ja. Schnapp's dir. Auf. Ich bin dabei, aber ich kann nicht mehr sprinten. Auch. Ich glaube, wir haben's verkackt. Ich glaube auch. Oh, hey, der Laster, da kickt gerade unser Polizeiauto weg. Der BPS-Laster. Ey! So, Rinderwahnsinn. So, Nightblade. Oh, wie du gerade simultan mit Nightblade angestiegen bist. Jo. Nightblade und ich, wir sind ja alte Bros. Ja. Also von da, Achtung, Auto explodiert gleich. Ja, das habe ich gesehen. Gut. Gefahr erkannt, Gefahr ignoriert. Ramin! Ja, den killen wir jetzt, ne? Ja, das glaube ich ist einfach so, oder? Ja. Ich hab's gesehen, aber ich dachte, ich lasse den Spaß mal. Ach, wie schade. Außerdem wollte ich den Kill. natürlich. Explosivmuni. Was? Ja, meine Waffe hat Explosivmunition. Ah, die Pistolen oder welche? Yep. Schön. Schneidet eigentlich mal seine Schwerter oder sind die nur zur Dekoration? Die sind nur zur Dekoration. Und unser Auto macht bei mir gerade Dubstep.
Naja, schön. Hey, Alter! Was machst du? Nimm Nightblade mit! Alter! Mach noch mal eine Folge im Saints-Book. Ja. Attentate, komm. Kirsten, die sieht heiß aus. Kirsten? Dann töten wir sie. Ja. Wo ist Nightblade? Ah, der hat das Auto hinter uns geklaut. Ah, warte. Kirsten, nimm auf dem Weg nach Hause eine Aspirin. Das klingt gut. So, auf geht's. So, ich werde gerade angerufen und ich ignoriere es einfach mal. Du bist angerufen? Ja. Bei dir daheim? Ja. Alter! Ich wollte, dass sie in die Luft fliegt, aber es hat nicht geklappt. Wir wären dann tot, ne? Oh, okay. Dann ist es gut, dass es nicht geklappt hat. Unser Auto explodiert doch gleich. Na, noch nicht. Es qualmt ein bisschen. Es qualmt ein bisschen, aber sonst... Ja, das passt. So, wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwo nach da. Schau mal auf der Karte, wie weit es noch ist. Ah, siehst du doch dann. Ist einfach geradeaus jetzt. Schneller! Schneller! Hier. So, was steht in dem Saints Book, was wir machen sollen? Ich hab keine Ahnung, warte mal. Ich schau mal nach. Ich auch. Saints Book. Und zwar sollen wir Überwachungsspezialistin. Sie überwacht bekannte Orte. Wenn du zum Planet Saints in Salander gehst und ein paar Sachen mit einer Granate in die Luft jagst, bekommt sie bestimmt Kopfschmerzen, kommt vielleicht sogar aus ihrem Versteck. Also einfach Granaten um uns werfen. Im Saints. Ja. Im Planet Saints. Da ist sie. Ging schnell. Ja. Ah, das ist ein Backup-Raus. Ja, darum war sie auch so scharf. Jo. So, das war's. Oh, die bringen uns gleich ein neues Auto. Das ist ja voll nett. Kirsten, nein. Oh, jetzt ist sie verschwunden. Schade. Hey, Alter! Alter! Ja, ich wollte nur nicht, dass die Stack-Typ mich wieder aus dem Auto rausholen. Nimm mal oh, jetzt habe ich Nightblade umgefahren. Ja, ich baller, hol Nightblade zurück. Den brauchen Nightblade. Wir! Ohne Nightblade sind wir nichts. Der einzig Professionelle von uns. Nightblade, steig ein, du Ratte! Ah, da kann er gar nicht einsteigen, das sind zwei Sitze. Doch, nee, auf der anderen Seite. Ne? Ja, komm, Nightblade, hopp. So, nächstes Ding. Noch ein Saintsburg-Auftrag? Ja. Ich guck mal. Gut, such mal einen aus. Oder einen. Nicht den fetten Lutscher. Aber wir könnten den korrupten Polizeiofficer machen, oder? Ja, den machen wir. Gut, dann suche ich den mal raus. Moment. So, wir müssen dort Lärm machen. Also oh, Lärm Worten, macht wir müssen gut. Gegner killen. Saintsburg. No. Wo ist er denn? Alter, fahr, wir werden beballert. Ja, ja, ist okay. Ah, das ist noch eine Banden-OP, die können wir vorher noch machen. Vorher, okay, gut. Läuft. Mal schauen, wo wir hier sind. Oh, sogar bei den Deckers, das gefällt mir. Bleib du da oben drin sitzen. Jo. Bin dabei. So, das war's. Das war einfach. So, auf geht's. So. Nighty, 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 Night. Oh, es fackelt irgendwie unser Auto. Ist nicht so schön. Achso, ja. Ja, stimmt schon. Oh, fuck, ich wollte da reinjumpen. Alter! Du wurdest vom Auto überfahren und, bist auf mich geflogen und ich bin Alter! Mach doch, was du willst, wenn du nicht einsteigen willst. Lieber durch die Gegend springst. Alter, das war keine Absicht. Ja, ja. Hast du ein Auto? Nein. Ich hol mir eins. Okay. Wunderschön. Vielleicht sollten wir uns vorher irgendwie den Planet Saints hier kaufen und uns kurz verstecken oder so. Ja, das. Dann kauf du den Planet Saints hier hinten mal irgendwo einen Rusty Needle, den hol ich mir dann. Welchen Planet Saints meinst du denn? Ja, irgendeinen, den wo wir gerade drin waren und Kopfschmerzen gemacht haben. Achso, den hatte ich schon gekauft, glaube ich. Warte mal, ich fahre jetzt trotzdem mit dir mit. Okay, ich suche mir einfach mal irgendwo einen Schuppen. Ja, mach mal, weil den musst du wahrscheinlich auch noch kaufen und von daher, ne? Alter! Ja, lohnt sich das viel mehr. Richtig. Alter, wie viele Deckers sind hinter dir her? Ich weiß es nicht. Genug. Ich hab schließlich ihr Auto. Und Bullen. Aber die kommen mit Motorrädern, von daher ist ein bisschen witzlos. So, So, hier ist noch eine Immobilie, es bringt das nicht so viel. Na, aber trotzdem. Ich meine, stündliche Bargeldeinnahmen. Ja klar, aber deswegen steige ich jetzt nicht aus bei 5 Sternen. Muss ich aber echt mal überlegen. $13.000 kriegen wir in der Stunde. Das ist ein Gehalt, ne? Also, ja. Damit könnte man leben. Ich werde auch Bandenboss. Wow, fuck, was zur... Nein, komm, das klappt. Wow!
Yay, wie geil jetzt, war das denn bitte? Alter, wenn du jetzt stirbst, dann bring ich dich. Nein, hier. Alter, war das gerade geil. Was? Das hättest du was sehen müssen. Ich bin in die Lücke zwischen so zwei Straßen reingefallen. Naja, ich kaufe jetzt hier den Rimjobs. Ich mach noch ein bisschen Lärm. Moment mal, der Bulle müsste doch hier sein, oder? Ist noch am Ziel angekommen. Ja, sind wir, wir müssen den erst rauslocken noch. Ja, aber das machen wir, indem wir Gegner töten. Ah, okay, ja dann. Radau, 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 Lärm und oh, ja. Radau. Oh, bisschen nachladen, so, komm jetzt. Besser gesagt, wir sollen eigentlich keine Gegner töten, wir sollen Lärm machen. Das gehe ich mal davon aus. Ja, das beinhaltet das Ganze ja, ne? So, wunderbar. So, Nightwelt hilft. Richtig. Ich schau nochmal nach. Macht halt etwas Lärm. Oh oh. Die schicken uns schon ihre Killer. Mega über. Oh. Ach, das ist gar nicht Oleg. Wie schade. Nein. So. Ja, so viel zum Thema Lärm. Und das reicht immer noch nicht, um den Polizisten hervorzulocken. Jetzt muss ich mal was tun. Oh, ich kann ja nicht blitzen. Au! Au! Alter, wie soll ich denn noch in die Fresse schießen, bis der mal aufgibt? So, Dankeschön. Der ist tot. Komm, lass mal jetzt reingehen, Alter. Ja, ich dachte, wir wollten hier ein bisschen Lärm machen. Nee, ja, aber das können wir doch auf dem niedrigeren Bekanntheitsgrad. Krawall und Remy Demi, okay. Komm rein, los. Geil, so. Weißt du, was wir uns jetzt erstmal machen? Ha? Wir holen uns jetzt erstmal einen Panzer. Wir holen uns erstmal einen Panzer. Und ein V-Tool ist mir egal, aber nee, ich würde ja sagen, wir holen uns einen Panzer. So, ich bestell schon mal. Und da kommt er und fährt die Deckersblatt. So, und die Zivilisten. Ist nicht dein Ernst, oder? Ach stimmt, wir müssen ja erstmal Menschen aufsammeln, da war ja was. So. Ich geh mal kurz ein bisschen Menschen sammeln. So, ich hol noch ein paar Bandenmitglieder, oder zumindest ein Bandenmitglied mit. Du weißt noch, wie man die ruft, oder? Ha, nee. Mit Y. Ach so, ach die, ja klar, aber das geht genau. Ja nicht, weil... Ach, Snipeblade, warum ist Snipeblade verschwunden? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir die Bekanntheit verloren haben, ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er gestorben. Also ich baller jetzt mal hier um mich, wir müssen doch jetzt hier eigentlich auftauchen, das wird zu weit weg schon wieder. Also ich bin jetzt gerade wieder zu weit weg, aber jetzt müssten wir eigentlich in der Nähe sein. Wunderbar. Also oh, hey, die Saints... Polizeisperre. Ah, da ist er. Da oben? Was? Oh Mann, ah, Nightblade ist bei mir drin. Sieht so aus. Interessant. Wie kommen wir da jetzt hoch? Keine Ahnung, wir werden schon was finden. Ja. Muss ich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt ist bereits Saints Row 4 veröffentlicht worden, ne? Ja, schon lange. Schon lange. Und ja, schade eigentlich, dass es nicht ist wie in Saints Row 4. Ja, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber das weiß ja eh schon jeder, also von daher. Einfach mal so ein Haus hochjumpen mit einem Satz ist halt schon geil. Aber ich glaube, wenn man das zu viel gespielt hat, dann macht das hier auch wieder ordentlich Spaß. Oh ja, richtig, mal wieder normal verrückt, um sich zu ballern. Normal verrückt, um sich ballern. Richtig. So, da ist er. Ich werfe mal einen Menschen auf ihn. Dann die Hälfte abgezockt. Ach scheiße, meine Menschen sind leer. Ich habe keine Menschenmunition mehr, nein! Ja, tatsächlich, so ist das. Das ist nicht lustig. Jetzt komm, kill ihn mal. Ja, wo bist du denn? 150 Meter. Oh fuck, mein Auto brennt. Raus. Ich kann nicht raus, der hat mich nicht aussteigen lassen. Fuck. Also, ist ja keine Mission, das heißt, wenn ich sterbe, ist scheißegal, aber. Also, ich habe ihn jetzt gekillt. Sehr schön. So, ich bin auf dem Weg. Wie lange hast du noch? 15 Sekunden. Lass dir Zeit. Du bist ja quasi da. Wenn ich schnell genug rauskomme, ja. Vielen Dank. Wie immer.
Oh, wer ist denn jetzt tot? Nein, geh weg! Oh, sorry. Hoppla. Nein, wer? Ja, deine Tussi, die du angeheuert hast. Oh, das Auto brennt, ne? Ich würde da weggehen, ne? Kaboom! Wer? Was? Schon wieder die Tussi, die stirbt an der Wand. Hey, ja, da ist Nightblade. Nightblade ist immer noch hier. Ja, dann soll Nightblade mal mitkämpfen. Alter, die liegt schon wie... Okay, jetzt... Ja, der kämpft doch mit. Der hält die ganze Zeit Polizisten als Geißeln. Oh, gut. Nice. Alter! Super! Ich bin in den Panzer reingefahren. Mit dem Motorrad. Alter, bist so gut. Ach du Scheiße. So. Gut. Hier ist doch irgendwo unser Domizil, oder? Na, ist ja egal, jetzt, ob wir die jetzt wiederbeleben oder nicht, ne? Ja. So. Fahrzeuglieferung hätte ich verlassen. Oh nein, Fahrzeuglieferung, wir haben so viel zusammen erlebt. Fahrzeuglieferung hätte ich verlassen. Alter, scheiße, ich dachte, ich komme jetzt mit dem Panzer da durch, aber nein. Ich dachte, da wäre ein Domizil von uns, ja oder nein? Ah, Nightblade hätte ich verlassen, ja, dieses riesige Turmding. Alter, die Krankenhausrechnung für Nightblade läuft sich auf $230. Oh, scheiße. Wir müssen den wiederbeleben, wenn wir den rufen. Nein, wusste ich gar nicht mehr. Lol, neben unserem Domizil sitzt eine Sexpuppe auf dem Klo. Geil, ich bin schon im Domizil, ne? Ich fackel gerade eine Sexpuppe ab und mich selbst. Tu das, wehe, du stirbst, ne? Nee, hatte ich nicht vor. Gut. Oh, hups. Du bist nicht tot, oder? Nein. Oh, so, hey, die Garage sieht genauso aus wie die unter dem Saints Tower. Willkommen im Penthouse. Gut, und jetzt? Ja, jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause, ne? Finde ich gut. Gut, Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, liebe Cheerio. Freunde. Bis dann. Ciao.